Florian, apropos neuen Tarifvertrag, kannst du mir mal kurz erklären? Hilf mir mal auf die Sprünge. Ja, der neue Tarifvertrag ist einmal 4,3% mehr Entgelt, was du eigentlich schon bekommen haben müsstest, oder? Ja, geil, also 4,3% mehr Geld ist super. Ich habe aber auch irgendwas von 27,5% gehört. Ja, die 27,5% kommen aus dem neuen Tarifvertrag tarifliches Zusatzgeld. So, und der regelt, dass jeder im Juli nächsten Jahres eine neue Sonderzahlung gibt, wie Urlaubsgeld im Juni. Kriegen wir jetzt im Juli das tarifliche Zusatzgeld. Und das sind 27,5% deines Bruttomonatsentgelts plus ein Festbetrag von 400 Euro für normale Angestellte oder für Azubis 200 Euro. Alles klar. Und ich habe auch was gehört von Umwandlung. Mhm. Schon mal gut aufgepasst. Also wir haben es geschafft, dass bestimmte Beschäftigtengruppen, die für uns stark belastet sind, Schichtarbeiter, Beschäftigte mit Kindern unter 8 oder jemand, der seine Angehörigen pflegt, diese 27,5% umwandeln kann in 8 freie Tage und somit eine Wahloption hat. Das ist ja klasse, aber was mache ich jetzt, wenn jemand auf mich zukommt, der umwandeln möchte? Am besten schickst du zum Betriebsrat, dann machen wir mit ihm gemeinsam den Antrag fertig und schicken ihn zum Arbeitgeber. Cool, klasse, danke für die Infos. Bitte.